dann jetzt zum Einzelnen. Also der Willy pennt und die Hannah hat Hunger. Oh, oh nein, wir brauchen ja auch ganz viele... Oh nee. Oh, wieso machst du solche Dinge mit so vielen kleinen Kindern? Die werden nie alle gleichzeitig am Tisch sitzen und essen. Nie. Abgesehen davon ist das diese Konstellation hier lässt mich Mücken wieder in die Welt setzen. Ja. Es ist unvorstellbar. Aber es ist doch schön. Ja, total. Essen geht. Weißt du, was mich. Die Mücke hätte mich in der Situation, wenn es einfach andersrum wäre, hätte mich die Mücke totgeschlagen und wahrscheinlich auf mein Grab gepinkelt. Ich glaube nicht. Doch. Weil die hätte sich daran erinnert, dass du einen Kollegen gerettet hast. Nein. So, jetzt stopfen wir das Kind. Eigentlich ist es voll super, wenn sie die Kinder durch die Gegend trägt. Hast du es gesehen? Die macht das mit der gleichen Geschwindigkeit. Und nackt. Das ist das seltsamste Bild ever. Und das muss ich so festhalten. Warum? Und dann, also das ist... Erwache, ja. Kind der Dunkelheit. Vielleicht ist eins der Kinder auch ein Vampir. Nein. Das würden wir jetzt schon mitkriegen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das kommt erst später im Alter. What? Echt? Naja, die können auch keine Vampirfähigkeiten haben und solche Sachen, ne? Ach so. Also Kleinhanger ist ganz schön hungrig. Meine Maus spinnt manchmal einfach sonst, wie sonst was. Ich habe meine Maus übrigens hier angeballert, weil ich mit deiner nicht spielen konnte. Die Maus ist einfach so leicht zu bewegen und ich habe ja bei mir Gewichte drin, damit sie nicht so leicht zu bewegen ist. Und ich gucke die an und die fliegt über den Tisch. Ja, meine Maus ist halt auch super schnell eingestellt und all das, weißt du? Was haben die gemalt? Das so war ein Dude. Richtig schön... Dude mit richtig schön... War ein guter Dude. Mhm. Warum hast du den nicht adoptiert? Vielleicht wird das ja eins von den Kindern. Weißt du, das könnte durchaus... Willy mit seinem dunklen Haar. Nee, Willy wird ein Fettsack. Aber Tim wird richtig hübsch. Hey, guck mal, wir haben 13 Simoleons mit unserem Virenisolations-Plugin wiederverdient. Tollele. Ich habe echt keine Ahnung, ob man da mal mehr mit Programmieren verdient. Nee, aber auf jeden Fall... Wir können Virus programmieren, Jana! Ja, moin! Ja, moin! Sitzt nackt vorm Computer und programmiert ein Virus. Ich habe ja auch mit Informatikstudenten zusammen studiert. Aha. Und da war einer, der hat eigentlich Antivirenprogramme geschrieben und darauf seine Bachelorarbeit gestützt. Und hat aber festgestellt, dass es einfach niemanden interessiert. Und dann hat er seine Bachelorarbeit über ein Virus geschrieben. Und hat halt ein Virus geschrieben. Und das hat dann wiederum alle interessiert. Und hat ganz schön Schaden angerichtet. Hier ist das jetzt. Was ist denn los mit Marco? Ist der dumm? Keine Ahnung. Ich lasse das Kind jetzt erstmal raus. Wenn der Marco schon da steht. Was ein Duschbag! Mit seinen nicht vorhandenen Muskeln, das Kind doch im Hintergrund, das ist ein richtig schlechtes Selfie. Ja, gerade aufgestanden. Lol, witzig. Ja. No pain, no gain. Nois, komm mal raus. Das ist ganz schöner Moppelpoppel. Ja, ja. Wieso ist denn der so Poppelmoppel? Na, ich habe ihn ja erstmal trainieren lassen, weil er so ein Moppelpoppel war. Ja, aber er hat irgendwie nur Muckis bekommen. Dünner geworden ist er nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. I don't get it. Oh, whatever. Boah, jetzt ist das hier. Wieso hast du das in deinem Inventar? Isst die Pfannkuchen. Mhm. Steht das Kind da rum und denkt sich einfach auch so, mir ist langweilig. Mein Bruder ist doof. Der weiß gar nicht, dass ich in den Kühlschrank gepupst habe. Ich glaube, die hat gerade was aus ihrer Hose geschüttelt. Ich könnte dich anmalen. Ja, Joel, Farbe. Ui. Mann, das ist so niedlich. Das ist wirklich sehr, sehr gut. So süß. Wo gehst du dann? Ja, was? Wo? Hanna? Hanna, es ist 1.17 Uhr. Was ist mit diesem Kleinkindwald? Was macht sie denn jetzt? Ich hab dir gesagt, oh Chaos nein, gefallen. Sie fällt in den Pool. Nee, sie glitscht wieder durch die Wand, das Chaos. Ich wette.
Nee, sie macht es einfach wirklich. Alles klar. Dieses dumme Kind. Oh, da kommt der nächste Betrunkene. Das ist voll die Alki-WG. Alle talken rum. Und sehr die Alte ist auf Speed. Ich hab einen Traum gehabt. Oh nein. Ja, tröste mich doch mal. Trösten. Los jetzt. Ey, Alter, die tröste dich. Nackig, dunkles Haar, lilafarbene glühende Augen. Ich hatte einen Albtraum von dir. Oh. Das ist so süß. Die zwei sind so niedlich. Was wurde mal? Ja, sie ist süß. Und weird. Und sehr weird, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum sie nackig ist, um übrigens zu Ich weiß auch nicht, warum sie nackig sein. Ist. Sie hat die ganze Zeit bis jetzt immer was angehabt. Kannst du noch. Das war komisch. Alles klar. Tschut. Versuch das Kind weiter mal zu trösten, bitte. Kinderbuch lesen und solche Sachen und dann. Hanna ist wach. Ja, die hat immer noch. Ist fertig mit ihrem Krempel. Achso, dann kannst du Tim vielleicht hier mal. Ja, da kommt ja Tim in den Schlaf hin. Richtig. Lesen. Sehr gut. Und ja, Hanna macht da draußen Wund so ein Kram. Unsere Hanna steht da rum. Die braucht Spaß. Spaß. Schön. Oh, ist aber gar nicht ist halt gebracht. Kacke, ja. Ich dachte immer, hopp, jetzt verkaufen. Okay, dann mal ein realistisches Gemälde. Bringen irgendwie immer mehr. Auch das hier finde ich immer noch schön. Das ist großartig. Schade, dass es nicht zu Ende gemalt wurde. Ich finde, das hat große Ähnlichkeit. Ich finde wirklich. Das aber dass man die Nase so malt, ist halt großartig, ja, oder? Ja, ich finde das auch bezaubernd. Mama, kannst du mir aus meinen Hausaufgaben vorlesen? Marco, du bist 35. Geh Geld verdienen. Ah ja, stimmt, ein Jugendjob. Der kann einen Jugendjob annehmen, ja. Richtig. Jugend. Ich will mal ein Lama werden, wenn ich groß bin. Die Ohren hab ich schon. Ja, jetzt will ich was zu essen. Und dann später werde ich Wurst. Ich werde einen Aufschnitt. Lama und dann Aufschnitt. Mama, ich will groß hinaus. Ja, aber nur auf der Fleischtheke, nicht eingeschweißt oder so. Oh, wie gut. Jetzt such dir einen Job. Ich werde fucking Aufschnitt, Alter. Also einmal angestellt am Einzelhandel, Babysitter, Barista, Fastfood-Angestellter, Handarbeiter. Ich kann mir vorstellen, dass er will so der Over-the-Top-Typ sein, der ist dann einfach Barista. Meinst du? Ja, hallo, das Marco auf jeden Fall so, ich bin Barista. Marco ist intelligent. Ja, also Marco Alter, ist ein der arbeitet später beim Apple Store und verkauft den Leuten iPads. Marco ist halt ein riesen Duschbag. Ne? Ja, von daher, das funktioniert auch mit Apple. Ja, Barista. Der ist sowas von. Sehr gut. Level 2 der Mixenfähigkeit erreicht. Wie gut, dass wir dieses Ding verkauft haben zum Mixen. Was, der kann auch auf Arbeit mixen? Nee, das soll nicht auf der Arbeit mixen, sondern arbeiten. Mhm. Soll zu Hause mixen? Ja, das kann er machen. Aber im Flur? Ja. Boah. Dann ist ein Flurmixer. Ja. Krass. So ein richtiger Flurmixer ist das. Naja, ne, geschüttelt, nicht gerührt. Getränke mixen üben. Oh mein Gott. Komm mal, oh, die Lampe könnte im Weg sein. Zu schreiben. Ich weiß nicht, ob er da durchkommt. Nee. Kommt er nicht eingesperrt, stirbt. Rip, rip. Spannend, dass ich jetzt mal da jetzt hier üben. Los jetzt. Kannst du von Hausaufgaben noch machen? Ist gewollt. Entschuldigung. Knirsch. Kretsch. Quietsch. Du weißt auch nicht, wie du dich hinsetzen piep, sollst, ne? Piep. Alles wieder gut. Nee, doch. Ich weiß, wie ich mich hinsetzen soll. Okay, Hanna ist romantisches Deko. Achso. Oh, ja, das sieht schön aus. Mach mal ein bisschen schneller. Wird bestimmt richtig teuer. Ja, hundertprozentig. Oh, ja, wir haben 1000. Cool. Also ich mach die teureren Gemälde. Wir müssen die Hochzeit anleiern. Ja, wir müssen die Hochzeit anleiern, eh die hier alle aus dem Haus sind, die Kinder und so. Was? Nee, die Kinder sind mir scheißegal, aber das Geld wird immer knapper, wenn wir jetzt noch Leute adoptieren.
Ich habe nicht vorgehabt, noch mehr zu adaptieren, weil nee, es jemand das sauer. Du nicht. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Keiner kann mich dazu zwingen, wenn ich dann du mir vorliest. Okay, jetzt gefällt es mir doch. Da war mal ein Monster, das riss dir die Gedärme heraus. Und ein Fuchs kam und aß die Augäpfel. 100% liest die solche Kinder. Kennst du das gute Nachtlied von den Ärzten? Ja. Schlaf, mein Kind. Was ist mit Hannah los? Irgendwie ist das Chucky die Mörderpuppe irgendwie manchmal ja. So in den Kopf. So ja, auf jeden Fall die Riesenaugen. Klar, ja. Das ist Chucky. Die könnten mir auch sogar so umgestalten, dass sie so aussieht. Nee, lass mal. Wo ist denn hier eine Garderobe zum Umgestalten? Hier. Outfitplan. Ich habe niemanden angefasst. Und wir sollen Marco übrigens auch umziehen. Ich finde ihn aber schön, so wie er ist. Warte mal, dann machen wir Test. Oh Gott, ich kann es mir nicht schreiben. Testing Sheet 2? Nein, das war falsch. Testing Sheet 2? Das war anscheinend richtig. Rechtsklick in der Stelle ein Sim-Ändern. Dann können wir nämlich die ganze Familie in einem Rutsch weg. Cool. Wir gucken bei Marco einfach mal rein, ob es irgendwelche Dinge gibt, die wir eventuell anpassen sollten. Nein. Aber ansonsten wäre ich eigentlich nur dafür. So, und hier machen wir jetzt aus Hannah Chucky die Mörderpuppe. Aha. Da gab es doch diese eine Haarfrisur, die hier. Scheiße. Oh mein Gott, welches Kind, welches Balk haben wir da adoptiert? Oh, es gibt leider nicht dieses Clownskostüm. Aber kann sie sonst irgendwelche anderen Sachen drin tragen? Das ist doch schon. Schon so nicht schlecht. Oh, das Einhörner, Alter. Das ist lustig. Wie knuffig. Mit den Kätzchen. Wie knuffig sie ist. Sie ist halt schon süß, ne? Das sieht ja. Was ist das? Was ist das? Lol, wie. Die sind in ihrem Gesicht drin, die Brillengläser. Ich wollte gerade sagen, wo sind die Augen hin? Ach so, das ist ein Glitch mit dem Halstuch. Das glitscht dann ein bisschen. Wir können die Schnuller verpassen. Und nicht in der Farbe. Nom, 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 ja, nom, ja. Nom, nom. Hat sie Socken an? Guck dir mal die Socken an. Mhm. Das ist nicht. Nee, das macht man nicht. Nee. Prinzessin in Kleid. Süß. Ja, die Schlafklamotten waren ja putzig so. Ja, das sind so ihre. Hier. Ja, ist okay. Oh, das sind die ganzen neuen Klamotten von dem Kleinkinderpack. Das ist ja Chucky, die Mörderpuppe. Das ist ja das ist süß. Super. Guck dir alles durch, das ist richtig gut. Oh, wie niedlich mit dem Eulen. Ja, hier kommt halt langweiliger Kram, aber dann gibt es immer noch mal so... Ja, ach, das sind die Void-Kreaturen. Hm. Ach, cool. Das ist perfekt. Ja, ab zu Marco, würde ich sagen, wa? Hier, Chucky, die Mörderpuppe. Fertig, Marco! Alter, das ist irgendwie Körperverformungen, mein Freund. LOL, das sieht überhaupt nicht so aus. Der sieht aus wie ein Fettsack. Oh, der hat das... Der hat das Hohlkreuz auf Doom. Guck dir den Mann an. Oh, wow. Alter, das ist nicht fair, die arme Sau, das wird er auch nie verlieren. Nee. Das ist ja bei den Sims so, das ist ja, wenn du das ziehst, ist vorbei, da kannst du noch so dünn sein, das ist einfach Genetik und das... Oh Gott, der arme Kerl. Boah, das tut mir auch... Lol, guck dir diesen Körperbau an, das ist wie ein Körperbau. Können wir ihn bitte dick machen? Ja, ich glaube, es ist besser, er wäre pummelig, weil dann würde das... Alter, das sieht einfach aus, als wäre das eine Mutation seines Körpers. Ist halt wirklich so, ne? Nicht mal als Würstchen ist das schön. Nee. Das kaschiert das noch am besten. Da geht deine Karriereleiter hin. Der sieht, warte mal, der... Wenn du ihn so hast, mit der Schürze, dann sieht er aus, als hätte er einen unglaublich langen Oberkörper. Ja, ne? Mega lang. Krass. Voll gruselig.
Oh Gott! Ja. Nee, das ist noch besser. Das ist Marco, ja. Das ist Marco. Aber jetzt verstehe ich auch, warum er so duschbaggig unterwegs ist, weil er sich erlauben kann. Oh Gott. Das ist so witzig. Das tut mir so leid, Marco. Das tut mir leid. Wir müssen ein bisschen zu kaschieren. Ich dachte, irgendwas. Das ist voll der Pummel, Mann. Nee, der hat einfach nur Blähungen, das fuck. Krass, Mann. Oi. Einfach nur oh mein Gott. Oh, das ist aber eine Duschbeckkleidung. Ja. Mega die Duschbeckkleidung. Das ist die Kleidung von wegen, mein Papa ist im Golfclub. Ja. Und schenkt mir zum 16. Auto. Auch wenn ich es noch nicht fahren kann. Wow. Allein ja. So, aber. Das nee, kaschiert Flip-Flops. Das so ein kleines... Nimm die Flipflops. Wirklich die Flipflops hier, so richtig klassische Flipflops. Das schreit geradezu nach Duschbeck. Oh Gott, seine Ausgekleidung. Nimm den Bademantel, der macht einen auf Hugh Hefner. Oh, okay, dann machen wir das so. Seine Sportkleidung. Das, da haben wir irgendwelche... Oh, da kann ich mir vorstellen, dass die vorgefertigten Outfits... so super unvorteilhaft. Der Abstand vom Trikot zur Hose. Ich weiß. Wir nehmen mal das hier, das kaschiert das so ein kleines bisschen. Alter, der kann doch nicht mal. Der kann nicht mal eine Freundin kriegen, wenn er eine umarmt. Dann prallt die da ja ab. Der kommt ja nicht. Es ist wirklich so, dass der Rippenkorb nach vorn geschoben ist. Das Kreuz. Alter. Aber auch die Hüfte. Ja, irgendwas. Die ist irgendwie. Ich glaube, beim Drücken würde er dich penetrieren. Ich glaube, das war schon sehr schmerzhaft alles, ja. Ja. Ja, das geht einigermaßen. Der sieht auch sein Teil nie, egal wie dünn er wird. Oh Gott. Da bräuchte er halt ein dickes Teil. Wenn er mit Freunden abhängt, ist er ein Ninja, ist klar. Oh. Nee. Das ist schon Duschbeck hier. Ja. Aber das ist eher so Duschbeck mit 20 und 20 Jahre später hat er dieses Outfit, weil er denkt, er ist cool. Oh, das ist nicht vorteilhaft. Das ist überhaupt nicht vorteilhaft, aber lass es. Das ist ziemlich... Sie sind 10 Monate schwanger, ey. Oh, nee. Also wenn er mit Freunden abhängt, dann hat er hier so Golfclub-Zeug an. Und dann hier auch so, genau so war's. Und dann wieder die Flipflops. Flipflops Beste. Aber hier so ein Blau so. Flipflops Beste, ja. Ja, beim Schwimmen kaschiert er das so ein bisschen so gut, wie er kann. Und ja. Der arme Kerl, ey. Der arme Kerl. Wo haben wir denn diese Teenager-Bart-Dinge? Genau so wird er aussehen mit 35, aber dann kriegt er noch so ein bisschen Backenbart, aber auch nur so fleckig. Später wird es dann hier sowas. Oh ja, lass ihn gleich so. Ja? Er ist direkt Wolverine. Er hat den Film Wolverine hat sich das angeklebt, das ist nicht echt, verstehst du? Ja, genau. Er hat den Film gesehen und dachte sich, ich bin jetzt Wolverine. Aber ich bin immer noch tief in mir ein richtiger Dusch. Und mein Vater. Und er ist laktoseintolerant und weiß es nicht und isst deswegen ständig Milch und deswegen diesen Blähbauch. Oh, krass. Aber er möchte nicht in der Öffentlichkeit pupsen. Ja, deswegen macht er das nicht. Und deswegen macht er das nicht. So, Tim. Ist Tim männlich? Eigentlich jetzt laut Definition? Ja. Ja, Tim ist wirklich ein Tim. Gut. Aber er trägt mega. Der wird später mal so ein Legolas. Das wird voll. Das ist so der Schwarm aller Frauen-Legolas-Typ. Ja, also. So ein bisschen, der sich dann herausstellt, dass es. Nee, so ein bisschen metrosexuell eventuell. Das ist ihm scheißegal alles. Der will einfach ästhetisch sein, verstehst du? Okay. So Elben-like. Er wird später mega der Herr der Ringe-Fan. Das finde ich gut. Das finde ich auch gut. Oder er wird Mr. Avocado. Ich könnte auch der Avocado-Bär werden. Das ist ein Bärchen! Ja. Häschen! Ich guck gerade mal, ob Vogel. Ob der Heider schon was geschrieben hat. Fuchsi. Raupi. Also ich habe noch keine private Nachricht gekriegt. Das ist ja auch irgendwie cute. Nee. Irgendwie wird das nichts. Das finde ich süß. Das ist süß, das ja. Das ist voll cute. Ausgekleidung ist in Ordnung, Schlafkleidung ist okay. Mit Freunden abhängen ist auch völlig cute so. So, was haben wir mit dem Willy? Okay. Ja, Willy ist schon ein bisschen was Besonderes.
Ja. Ja, so im Anzug immer? Ja, wie die Leute das immer ist unser Willy. Ja, aber dann hier mit solchen Bärentatzenschuhen. Sehr gern. Nice, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber als Abendkleidung müsste er ja dann eigentlich auch sowas tragen. Weil dann müsste er ja overdressed auch, ne? Was er, oder hier. Dann das, ja. Oh, mit den, sind die pinkfarbenen Socken schon von Haus aus dabei? Nee, die kannst du in einem. Nee, dann lass die pink bitte, die sind großartig. Ja. Okay, dann müsste es sein, er will das immer unbedingt haben und man kann es ihm nicht ausreden. Ja, genau, sowas. Alles klar. Ja, Schlafklamotten ist in Ordnung. Nee, das ist zu langweilig, da muss er wieder das tragen. Ja, ja, aber nicht unbedingt, sondern wieder mit den Dingen. So. Tja. Und Willi, was willst du heute anziehen? Dako! Willi! Ich finde unsere Hanna voll Dako. Süß. Dako! Voll süß, voll süß. Die Sachen sind alle voll süß. Oh, er hat's nicht mal. Sachen. Also dafür, dass sie so wenig Items reingebracht haben zum Bauen, finde ich, haben sie sehr viele schöne Kleinkinderklamotten reingebracht. Ja, die sind alle sehr süß und sehr vielfältig und sehr, sehr multi.